So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Star Wars Outlaws. Weiter geht's mit dem Live-Let's Play. Gemütlich auf Twitch gestreamt und auf YouTube nachträglich hochgeladen. So. Wir wollten hier noch ein bisschen rumschauen. Entschuldigung, ich muss die Sachen hier einrichten. Ihr merkt, dass ich stehe, ne? In der letzten Folge saß ich noch. Und ich wollte mir eigentlich gemütlich dieses Dörfchen hier angucken, das wir hier haben. Yauntars Hoffnung. Weil ich mir dachte, vielleicht haben wir hier ein paar Nebenmissionen, die wir noch machen können. Die Sachen ein bisschen anschauen, das ist gar nicht schlecht. Ich finde das total cool, wie die mit diesen Gleitern... Ich frage mich, wie die Gewichtsverteilung ist, also... Oh, cool. Man kann sagen, was man will, aber die Welt ist schon ziemlich cool gefüllt. Ich habe immer noch nichts von meinem Bruder gehört. Wir müssen abwarten. Schön. Sehr schön. Oh, da kann man hoch. Beziehungsweise wahrscheinlich kann man da runter. Ich frage, wie man da hoch kann. Sicher eine Möglichkeit. Ah, hier. Warum kann ich hier hoch? Ja, um Sachen zu klauen. Ja, was stelle ich mir denn für Fragen eigentlich? War ja völlig klar. Ah, ist noch viel mehr hier. Hallo. Es ist eigentlich gut, viel Zeugs mitzunehmen, weil wir da ordentlich was upgraden können. Ich müsste eigentlich mal gucken, ob ich... Moment mal schnell. Kann ich mittlerweile eigentlich schon... Tatsache. Aber mir fehlt hier noch ein Eisentuch. Ich habe keine Ahnung, wo ich das Eisentuch herkriege. Begegnung mit. Schalte die Fähigkeit frei, persönliche Anfragen zu sehen und zu erfüllen. Finde Händler mit der Kategorie Anfragen, um neue Gelegenheiten zu entdecken. Okay. Ich kenne da jemanden. Kai erhält neue Gelegenheiten bei Händlern, indem sie für deren... Kontakte arbeitet, das ist doch super. Okay, cool. Ja, das mit dem, das müssen wir eigentlich mal ausprobieren mit dem Hände hoch, ich ergebe mich und so. Kicken die mal runter. Ja, schau an. Hier. Okay, ich find's cool, dass wir hier ein bisschen frei agieren. Hallo. Können auch! Okay, das war etwas hoch. Holy shit. Ich weiß nicht, ob ich das Medi-Ding jedes Mal einsetzen muss, aber hey, wir können's. Wir machen's einfach mal. Ich find's ein bisschen unheimlich. Die Augen sind ein bisschen weird, ne? So, ich meinte, dass das hier eine Kneipe ist. Ja, nicht unbedingt. Das ist ein Essensladen. Es ist schön, ganz ehrlich, es ist schön gemacht, Mann. Es kommt schon Star Wars Feeling auf, muss ich schon sagen. Ist schon cool. Folgt er mir jetzt? Ich hab dem Essen gegeben, der folgt mir jetzt, ne? Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass wir hier nicht mehr was finden. Ja, blenden will ich nicht. Ich hatte gehofft, man kann vielleicht was schälen. In so einem wäre auch mal cool, ne? Brauchen Sie ein bestimmtes Teil für Ihren Gleiter? Weiß ich noch nicht. Was hast du denn? Kostet nichts. Das ist gut. Erhöht die Beschleunigungsrate der Triebwerke. Maximal. Aha. Ja, mir fehlt natürlich viel. Ja, aussehenstechnisch kann man auch noch nicht viel machen. Nächstes Mal habe ich das, wonach Sie suchen. Ja, wunderbar. Was meint ihr so, Chat?
Die Welt sieht eigentlich ganz cool aus, so die kleinen Dörfchen hier. Hat was, oder? Ja. Hi. Schmuggelware gegen Komponente tauschen. Direktschaltkreise haben wir verkauft. Und dafür Credits gekriegt. Das ist Schmuggelware. Ich nehme an, dass wir einen besseren Preis gekriegt haben bei ihm jetzt. Ich weiß nicht, ob das smart war oder nicht. Ich hab's einfach mal gemacht. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Was darf es denn heute sein? Ein Plünderer. Können wir hier. Akkubeschleuniger, Bewegungsakku. Festgegenstand. Ein elektronischer Gegenstand, das die Bewegung von Droiden kontrolliert. Das ist ein Questgegenstand, ich würde sagen, den kaufen wir einfach mal, dann haben wir mal. Dieser Gegenstand hat keinen Nutzen und kann bedenkenlos verkauft werden. Was meint ihr? Verkaufen wir mal alle Sachen, die wir bedenkenlos verkaufen können? Damit wir mal Geld haben. Dieser Gegenstand hat ein... Alle Wertsachen verkaufen. Nein, das macht keinen Sinn. Das hier auch. Dieser... Burax Ring. Dieser Gegenstand kann verkauft werden, jedoch könnte er später noch von Nutzen sein. Okay. Diese Gegenstand hat keinen Nutzen, kann bedenkenlos verkauft werden. Ja, dann machen wir das mal. Ja, jetzt werden wir dann gleich reich. Kann bedenkenlos verkauft werden, na gut. Kann man das nicht in Kategorien unterteilen? Okay, wir belassen es mal so, das passt. Anfragen, erfülle Anfragen für den Austausch von Gegenständen. XFP-C28, Schiffscomputer, Schiffsmaterial. Hardware-Prototyp im Weltraum oder in höchsten in den piratenkundigen Gebieten zu finden. Wird von einigen Plünderern... Okay. Ich das... Ich würde gerne runter. Achso, ich bin schon maximal. Die Anfrage ist, glaube ich, dass wir diese Materialien brauchen, die zu ihm bringen, und dann kriegen wir ein bisschen mehr, ne? So verstehe ich es. Okay. Da drinnen haben wir eine Anfrage, ist ein Fragezeichen. Ich hoffe, es ist okay, dass ich hier ein bisschen in der Welt rumschleiche und mir die ganzen Sachen mal in Ruhe anschaue. Zu gucken, ob das cool ist und so. Datenblock lesen. Im Journal ansehen. Okay, was haben wir? Es ist möglich, die Tür zum Tresorraum zu hacken. Das ist was anderes. Schmugglerversteck. Ich denke, dass wir einfach so kleineren Stuff kriegen hier. Pike Syndikat Tresorraum. Ah doch, nein, hier. Das können wir hacken. Das ist die Info, die wir gekriegt haben. Aber wie zum Geier komme ich da rein? Warte, warum ist jetzt offen? Moment! Ich will... Nein! Warum kann ich nicht rein? Das ist gemein. Ist der Händler vielleicht hier? Nein, der ist hier drin. Was bist du? Was kann ich mit dir machen? Wow, du hast echt einen miesen Tag. Das habe ich nicht ganz verstanden. Mein Bewegungsaktuator wurde gestohlen. Bitte setze dieser Demütigung ein Ende. Das hat der kleine Kerl gesagt. Willst du nicht helfen? Ist nicht meiner. Okay. Streamen Sie etwa im Stehen? Ja, aktuell schon. Habe ich einen Bewegungsakku? Bewegungsaktuator. Bewegungsaktuator. Warte, hatte ich den Bewegungsaktuator nicht vorhin gekauft von dem Händler? Ist das der Questgegenstand? Also hat er mir im Vorfeld schon gesagt, das ist der Questgegenstand für hier? Bevor wir die Quest angenommen haben? Ich guck schnell nach. Kommen Sie, lassen Sie einen Blick darauf. Nee,
hab's nicht gesehen jetzt. Okay. Kommen Sie wieder, wenn Sie wissen, was Sie wollen. Kommen Sie wieder, sehr freundlich. Ich dachte schon. Oh, dein Tag scheint gerade noch schlimmer geworden zu sein. Kannst du mir das mal übersetzen? Er sagt, hast du einen Bewegungsaktuator erhalten? Ein paar Sturmtruppler haben vorhin über meinen Schmerz gelacht. Ich gebe dem Kleinen den... Wollen wir ihm geben? Wollen wir ihm geben? Wollen wir ihm den Bewegungsaktuator geben? Eins in den Chat. Wenn ich sage nö, dann eine 2 in den Chat. Ja. Klar, okay, nein, definitiv. Also, frei nach dem Motto, alle Menschen bestehlen wir, den Robos helfen ihr. Gut, aber verstanden. Jetzt beruhig dich doch. Hier. Nochmal? Ich werde dich nie vergessen. Bis zur wöchentlichen Speicherlöschung. Wow. Hm, danke für deine Hilfe. Das war jetzt wirklich nicht unbedingt brauchbar, hä? Warte, kann ich mit dir rein? Okay, jetzt sind wir hier drin. Nice. Familie der Grenzwelten, Folge 15. Sammlergegenstand. Okay. Angmar, Dankeschön für 88 Monate und den Stufe 3 Zabalder 5-fache Unterstützung. Dankeschön. Ja, hat sich doch gelohnt. Ich glaube, die Wertsachen, die wir hier rauskriegen, sind insgesamt wertvoller. Jauntas Hoffnung. Ich vermute, dass das die Quest war sogar. Sweet. Danke, Kleiner. Sehr nett von dir. Kann ich... Also bin ich jetzt doof, oder? Die hatten ja keinen Hebel. Die konnten mir nichts machen, ne? Nein. Da können andere Leute rein, aber ich kann da nicht rein. So, da hinten hatten wir nichts mehr. Hier hinten hatten wir noch eine Quest. Und dann haben wir eigentlich dieses Städtchen gesehen, dieses Dörfchen hier. Gut ist. Ist das auf der anderen Seite des Schiffes, oder ist das im Schiff? Kleiderschrank benutzen, das haben wir in der letzten Folge schon gemacht. Ich glaube, das ist auf der anderen Seite des Schiffes. Das ist unten. Haben wir unter dem... Ha! Eine große Plattform zu sein und da könnte man... Kann man wohl drunter was machen, ne? Boah, das Raumschiff sieht schon geil aus. Ich wage den Sprung. Wow. Ah, schau an. Vorratslager. Ach so, das Fragezeichen sagt mir teilweise auch einfach, dass da ein wertvoller oder interessanter Gegenstand ist. Ich verstehe. So, ich denke, wir haben uns hier zur Genüge umgeschaut. Gut soweit. Was ich noch machen wollte, ist noch eins weiter, oder? Neuer Trick. Stiehl die Schmugglerware. Genau, ist ja theoretisch um die Ecke. Von daher passt das schon. Let's go. Wisst ihr, was ich vermisse auf dem Gleiter? Die Schütze. So Blaster, wo du einfach so geradeaus schießen kannst. Wie die von den Imperialen. Bei Star Wars Battlefront gab es die, glaube ich, auch. Bin ich sicher. An den Danka mich geschickt hat. Ja. Oh, der Kondensator ist hin. Dafür brauche ich dann wohl die Ionen-Mod. Ja, das hatten wir in der letzten Folge schon raus, ne? Aber wo ist der Ionen-Mod denn?
Ausrüstung. Werkzeuge. Habe ich den Ionenmod denn jetzt auf der Waffe drauf? Ah, ich kann. Ach so. Oh, ja, ja, wuhu. Okay, pfiuh, jetzt hat er Strom. Ja, das, was ich dachte. Wir hatten es in der letzten Folge ja schon. Und wir haben es in der letzten Folge ja schon vermutet. Oh, dann nehme ich das hier wohl mal mit. Sag mal danke nochmals für den fetten Support, Mann. Wenn da was Wichtiges draufsteht, kriege ich ja in der Regel eine Mission, ne? Da ist schon okay. Okay. Es geht wieder zurück. Bist du bereit? Ein Abstecher woanders hin? Ah, warte, ich wollte. Wie ging das? So? Nein? Warte. Oh oh. Let's go! Cool. Okay. Die bremsen in der Stadt automatisch runter. Das für eine komische Art und Weise abzusteigen. Oh, ich könnte rechts oder links oder ich kletter einfach drüber. So. Hallo. Danke, also, das hier habe ich gefunden. Eine Art Verfolgertransponder und ein paar Kredits. Behalt sie. Um die ging es mir sowieso nicht. Die Hutten wollten kein Tribut zahlen. Also führt sie dieser kleine Transponder hier statt zu ihrem Versteck geradewegs zu mir. Ha. Mit dir darf man es sich nicht verscherzen, ha? Huh? Keine Sorge. Ich bin gut zu allen, denen ich vertrauen kann. Und deshalb kriegst du noch ein kleines Extra. Aber extra? Also mehr Geld? Nein, besser. Ein Rat. Ich habe Freunde, die dir helfen könnten. Etwa ein besseres Hacking-Kit zu beschaffen oder deinen Gleiter aufzumotzen. Finden musst du sie selbst. Aber das ist schon mal ein guter Anfang. Danke. Informationen sind ja mehr wert als Kredits, richtig? Weißt du, du kannst diese kleine Erleuchtung gern für dich behalten. Bis bald. Hey, reden wir mit dem noch. Ich suche jemanden, der meinen Gleiter umrüsten kann. Probleme mit dem Wind. Ist es so offensichtlich? Selo Rovak ist die beste Mechanikerin diesseits der Handelsroute. Aber sie mag keine Fremden. Nicht schlimm. Ich auch nicht. Sie macht sich in letzter Zeit rar. Vielleicht haben ihre Freundin Kadua sie gesehen. Kadua? Ja, das ist, gleich außerhalb von Mirogana. Es ist ein Windfischerdorf. Genau, Windfischer. Natürlich. Gut, ich weiß genau, wo wir hin müssen. Man kennt sich ja aus hier, ne? Also, mehr Schub, Gleitermechanikerin, die Hackerin. Die ist wo? Auf der Karte anzeigen. Ah, die ist in der City. Dafür müssen wir theoretisch wieder zurück. Wir schalten neue Leute frei. Also wenn wir die Mechanikerin hier haben, dann schalten wir neue Mechanikerfähigkeiten frei. Also wenn wir im Gleiter unterwegs sind, meine ich natürlich. Und bei der Hackerin neue Hackfähigkeiten. Wisst ihr was? Ich finde das spannend. Wir gehen als allererstes die Mechanikerin mal besuchen. Weil ich hoffe, dass die hier in der Nähe ist. Ja, ich komme gleich. Ah, die ist hier oben. Ja, das ist gar nicht so schlecht, weil dann fahren wir zurück. Bring sie her und dann sollten wir losfliegen können. Ha, na endlich. Ich bin gleich da. Ey, wir bringen das noch schnell zu ihm und dann machen wir uns auf den Weg, ja? Vielleicht braucht er einen Moment, das zu reparieren. Also. Wie sieht's aus? Hey, hey. Hey. Hey, hier sind die Treibstoffinjektoren. Perfekt. Bauen wir sie ein.
Tausche Komponenten der Bahnbrecher aus. Also der Antrieb ist ja völlig am Arsch. Installieren den. Ah, wir haben gar keine Lasergeschütze, ne? Wir haben auch... Wir haben nur Erschütterungsraketen. Wir haben eine Laserkanone. Oh, wisst ihr, worauf ich mega Bock hätte? Dieses alte Star Wars Spiel. Warte, ich hab's hier. Das Strategiespiel. Kennt ihr das? Da hab ich Bock drauf. Ich glaube, ich mache da mal eine Streaming-Session, die ich dann auch einfach gemütlich auf dem Let's Play-Channel hochlade. Also, die Treibstoffinjektoren sind fertig. Moment, ich mache uns abflugbereit. Das sah ja auch schon mal besser aus. Es fliegt, quasi. Hast du noch einen Auftrag für mich? Was hältst du davon, Imps reinzulegen? Ach, nicht gut. Kay, sag ihr nicht gut. Ich dachte, sowas macht ihr hier nicht. Deshalb hängen wir es den Pikes an. Und wer sagt mir, dass Crimson Dawn mich hinterher nicht abserviert? Niemand. Aber so läuft das Spiel. Und ja, ich spiele es besser als die meisten. Du musst dich nur auf eine Station des Imperiums schleichen und ein paar Daten löschen. Einfach. Im Weltraum? Nein, sie ist noch nicht bereit. Ich mach das schon. Aber ich sprach über sie. Wir kriegen das hin. Okay. Fertig. Sie fliegt jetzt. Aber der Hyperantrieb ist immer noch im Eimer. Ah, also keine Sprünge. Dann müssen die Kernwelten wohl warten. Ich wollte eh noch andere Sachen machen vorher. Ich wollte hier noch hin. Weil wenn wir hier hinfahren, kann ich diese Route nehmen und kann diese Strecke noch erkunden. Dann sehen wir noch ein bisschen was. Das ist doch ganz cool, oder? Ich finde, ich bin nicht so happy damit, dass wir... Wisst ihr, was mich stört? Sie pfeift... Entschuldigung, ich wollte nicht schreien. Sie pfeift und nachher kommt der Gleiter. Warum hat sie nicht einen Knopf, wo sie dann drückt und dann kommt der Gleiter angefahren? Also ich fände es viel besser, wenn sie es eingebaut hätten, du drückst die Taste Z, sie drückt einen Knopf, da kommt ein Piepsgeräusch und dann kommt er angeglitten. Ne? Statt dass sie pfeift. Also hört die Maschine auf ein Pfeifgeräusch? Ist es ein Pferd? Das finde ich schon weird. Die Straße. Ja, es passt nicht zu einer Maschine. Genau das meine ich auch. Ich fahre die Strecke mal durch. Einfach, dass wir auch ein bisschen was von der Welt sehen. Da raucht es. Ah, Bikes sind gehört, okay. Jo, ich komme jetzt wieder. Okay, scheiße. Ich kann nicht durchs Bikes-Syndikat durch. Pike-Ruf, unerlaubtes Betreten. Ja, das ist mein Problem. Wir haben es mit den Pikes langsam echt schlecht. Ich müsste eigentlich mal gucken, dass ich irgendwie Pike-Missionen mache. Ich kann hier ja nicht durch, ne? Das ist halt Pike-Territorium. Mach ich dann mal außen rum? Kann ich einen Wegpunkt setzen? Das wäre super dufte. Ah, hier mit F.
Weil wenn ich es mit den Pikes gut hätten, könnten wir einfach durchs Pike-Gebiet easy peasy durch. Dann bedienen wir einfach ein bisschen beide Seiten. Alle haben das Gefühl, wir haben es gut mit allen und wir klauen einfach alle. So super. Richtig snitchig. Ich wollte hier parken. So, ich weiß jetzt nicht, ob man da durch kann oder ob da was ist. Festhalten. Du glaubst, da war ein Baum? Nee, das hat doch das täuscht. Das hat getäuscht. Hallo? Nein? Okay. Also das heißt, hier ist Stopp. Wie komme ich denn durch das Parkgebiet durch? Gar nicht? Muss ich von der Seite fahren? Wahrscheinlich. Hier ist eine Höhle, ich weiß nicht, ob ich da eine Straße habe. Wir könnten hier außen rum und dann ganz außen rum. Ich habe sicher eine Schnellreise hier hin, oder? Schnellreise gesperrt. Halt dich fest, Six. Wir fahren außen rum. Und bei Gelegenheit muss ich mal zu den Pikes die Beziehung verbessern. Es wäre auch noch gut, wenn die Beziehung zu den Hutten ebenfalls noch verbessern. Einfach, ne? Alle ein bisschen bespielen. Dann kann man machen und tun und lassen, wie man gerade lustig ist. Denn hier jetzt rumgeflucht. Ich weiß, ich fahre nicht perfekt. Okay. Wir folgen der Straße. Und dann kommen wir auch zum Zielort. Ohne dass wir durch das Pike-Gebiet gehen. Weil jedes Mal, wenn wir durchs Pike-Gebiet gehen, haben wir natürlich das Problem, dass wir Ruf verlieren. Ich finde das Piratenlager. Ja, aber. Nee, ich weiß den Weg nicht nochmal zurück. Achso, das ist gestohlenes imperiales Eigentum. Wie kann ich da Nein sagen? Ich würde sagen, wir machen das mal, wenn wir eh schon hier sind, oder? Dann zeigen wir mal, wie leise wir sein können. Oh shit. Ja, warte, ich muss schneller sein. Die landen da gerade. Nichts. Nichts. Leise, nichts. Leise. Alter, wie viele stehen da auf einem Haufen? Nicht mal, wenn ein Teil dieser Vorräte fehlt. Halt auf, oh oh, der Donator. Wartet! Ich empfehle zu rennen. Was war das? Was heißt, was war das? Ihr habt gerade gegeneinander gekämpft und so. Was siehst du? Verstanden. Ich bin einfach schon so lange hier. Ach, verkrift. Habe ich zum ersten Mal einen Sternzerstörer gesehen. Da wusste ich, dass ich zu den Sturmtruppen gehe. Ich halte Wache. Ende. Warum kann ich seinen Blaster nicht nehmen? Oh, verkrüft. Nix. Jag es hoch. Der Kommandeur irrt sich. Schützin des Bataillons. Was war das? Überraschung.
Nix, zeig, was du kannst. Was war das? Oh, shit. Ach, das ist eine imperiale Einrichtung. Mein Fehler. Was war das? Wie zum Geier hat er das nicht gehört, Kollege? Ja, alles meins. Das müssen wir mal jemand erklären, wie die das... Also, ich habe dem einen voll in den Shell geballert mit Hä? Ich, ja, egal. Okay. Die haben hier auch noch Sachen. Oh, gut. Die Öffnung ist vorne bei denen, ne? Ja. Alter, ich bin sowas von in Sichtweite. Das kann halt nicht sein. Was war das? Ja, das überlebt er sicher. Ach, schade. Ich hatte gehofft, dass die Luke offen ist und wir hier drinnen noch Sachen klauen können. Deswegen wollte ich hier noch schnell attackieren. Genug gelaufen, nix? Ah, ja, warte, jetzt hat sie nicht gepfiffen. Jetzt hat sie einen Knopf gedrückt, ne? Okay, passt. Kopf unter Wasser, kein Problem, wurde nicht gekillt. Ja, genau das. Let's go. Wusstest du nicht, dass Schrumpflupfer chronisch taub und blind sind? Ah ja, und die schielen ja auch leicht, ne, beim Schießen. Oh, Windfisch. Das muss Kadur sein. Hi, Großer. Na, du bist ja lieb. Oh, so funktioniert das nicht. Ja, da hinten ist jemand. Meinst du, das hätte ich nicht schon versucht? Okay, cool. Hallo? Hey, das hier ist Kadur, oder? Kann sein. Was macht eine Außenweltlerin wie du hier? Ich suche nach Selo Rovak. Warum? Fürs Imperium? Nein. Es heißt, sie kann meinen Gleiter aufnutzen. Sie ist weg. Wir wissen nicht, wo sie ist. Dass du sie immer noch deckst, nach allem, was sie getan hat. Dann sag ich's dir. Sie wohnt bei den Klippen, bei Yauntas Hoffnung. Alles klar. Yauntas Hoffnung. Alles klar. Yauntas Hoffnung. Wo war dieses Yauntas Hoffnung nochmal? Ich war doch da! Ich war bei ihr! Wir sind da hochgefahren! Ach komm.
Kann man in dem Kuhdorf noch was machen? Ich meine, wie hoch ist die Chance, dass wir den Weg wählen und an ihr hier vorbeifahren? Das ist doch nackt. Kann ich hier einen Schnellreiser? Nein. Warum kann ich hier keine Schnellreise machen? Muss ich. Das geht wahrscheinlich nur von Stadt zu Stadt. Wenn ich in der öffentlichen Welt unterwegs bin, geht das nicht. Ja, nein, das mit dem Pfeifen nervt mich. Verschwinden wir hier! Ah, wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich erzähle Blödsinn. Wenn ich Z drücke, dann kommt der Speeder zu mir. Wenn ich T drücke, dann mache ich ein Pfeifgeräusch, damit ich jemanden anlocke. Und ich habe vorhin beide Knöpfe gleichzeitig gedrückt. Deswegen hat sie gepfiffen und der Speeder ist gekommen. Dann hat es so ausgesehen, als ob der Speeder kommt, wenn ich pfeife. Das war mein Fehler, sorry. Nein, ich will einen Wegpunkt setzen, hier hin. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Eine Schnellreise? Kann ich doch eine Schnellreise machen? Doof. Wie habe ich das jetzt gemacht? Fettfingern kommen mit dem Alter. Ah, man kann hier doch Schnellreisen machen. Aber warum ging das... Warte mal, schnell. Aha. Die Schnellreise in der Stadt oder an einem Ort braucht in dem Feld eine Schnellreise. Hier habe ich aber keine Schnellreise, also hier kann ich nicht schnell hinreisen. Ich weiß nicht, warum ich hier nicht schnell hinreisen kann. Macht für mich nicht so viel Sinn. Aber okay. Okay, wir machen eine Schnellreise hier hin und fahren dann da durch. So, jetzt stimmt's. Wollen wir nochmal pfeifen und dann kommt er? Gut festhalten. Okay, direkt nach links und dann kommen wir raus. Wisst ihr, was mir gefällt an der Welt hier? Sie ist nicht so leer. Sehen hier und da mal Tiere, da ist was abgestürzt, da ist ein Flüsschen, da ist eine Kolonne, die durchgeht, hier fährt ein Gleiter, da ist etwas. Ist da eine kleine Stadt und so weiter und so fort. Oder ein kleines Dorf. Oder hier mal eine Anlage, da mal etwas, ist gut. Die Luftspiegelung. Okay. Siehst du da etwas, was du willst, Nix? Ich komme, Kumpel. Okay, und wie kann ich den anklinken? Das suchen fahren wir. Ah, es geht nicht um den, sondern das ist ein Labyrinth hier. Ist ein Labyrinth für nix. Und wie funktioniert so ein Nix-Labyrinth? Wie soll ich die denn dadurch folgen? Hi, wo bist du? Kleiner, hallo. Ah, da, hi. Ah, oh, da bist du ja. Das ist nicht das Arbeiterviertel, Nix. Wir könnten uns hier beide verirren. Nö, wir lassen Nix machen. Er ist der Hauptprotagonist. Ah, ich seh dich. Todesfreude, der Kleine. Ehrlich.
hier kann man beinahe den ganzen Mond sehen. Wir sind nicht auf einem Planeten, wir sind auf einem Mond. Also gut, was hast du denn? Funkelnder Brocken. Ja, super. Was will ich denn mit einem funkelnden Brocken? Handle mit nix schätzen. Ein Schneider im Marktviertel von Mirogana könnte daran interessiert sein, nix Schätze gegen etwas einzutauschen, was nix liebend gerne tragen würde. Okay, ich habe meine Meinung geändert. Damien, dankeschön für die 10 Geschenke. Ich hab's so geliebt. Dankeschön. Dankeschön, dankeschön. So, da müssen wir aber hin. Da will ich jetzt hin. Komm ich hier. Ist das ein Schnellreisepunkt eigentlich? Nein. Ich hätte es noch schön gefunden, wenn das wenigstens noch ein Schnellreisepunkt gewesen wäre. Da müsste ich nicht jedes Mal tausendmal über die Welt und was weiß ich. Na du? Na du? Ein Leichtgewicht. Komm, deine kleinen Füße. Soll ich nochmal pfeifen? Sie drückt tatsächlich einen Knopf. Es ist das, was ich vorhin gesagt habe, ist einfach nichtig. Vergessen einfach, was ich gesagt habe. Und vergesst auch, was ihr gesehen habt jetzt gerade. Am besten Augen zu und Ohren. So, wir waren witzigerweise vorhin schon bei ihr. Bist du Selo? Mein Gleiter braucht ein bisschen mehr Schubkraft. Ich arbeite nicht mehr mit Außenweltlern. Aber du scheinst keine Wahl zu haben. Wie heißt du? Oh, tut mir leid. Kay. Kay Vess. Ich kann dir helfen, aber für den richtigen Kick brauche ich ein spezielles Bauteil. Einen atmosphärischen Beschleuniger. Die Imperialen haben einen in ihrem Windfänger. Tja, also ich könnte ihn für dich stehlen. Ach ja? Dann nimm die. Die schalten die Turbine aus, so kommst du rein. Schön. Klingt gut. Ich kümmere mich drum und komm dann wieder her. Wer schreibt die diese Dialoge? Werden Leute bezahlt für solche Dialoge? Entschuldigung, das packt... Ich arbeite nicht für Außenweltler. Aber du hast keine Wahl. Wir sind jetzt beste Freunde. Hier hast du ein Item. Okay, ich stehle das für dich. Los geht's. Danke, BFF. Ich zieh los und stehle das für... What the... Okay, ich reg mich nicht drüber auf. Es ist keine Ahnung, es sind die weiß ich nicht. Diese Dialoge, diese Dialoge. Die machen mich sauer. Die machen mich sauer. Sorry. Die machen mich wirklich sauer. Wer schreibt so einen Müll? Ich meine, mir gefällt das Spiel gut, aber die Dialoge sind einfach furchtbar. Fallensteller. Was ist denn Fallensteller? Zeit zu verschwenden, nix. Au. Vielleicht besser auf Japanisch stellen oder Untertitel, ja. Die Gedanken, die ich mir mache, was es wohl bedeuten könnte, ist wahrscheinlich besser als die Dialoge, die ursprünglich geplant waren. Aha. Ich verstehe. So. Wir wollten was stehlen. Mal zur Abwechslung. Schade, dass ich hier keinen Schnellreisepunkt habe, aber okay. Ja, wir fahren die Strecke hier einfach runter und dann machen wir mal, ne? Let's go. Also ich bin ja wohl nicht der Einzige, der findet, dass die Dialoge einfach scheiße sind.
Das ist keine Unterhaltung. Das ist doch nicht die Unterhaltung zwischen zwei Leuten. Also die hat sich zurückgezogen irgendwo in links oben, weil sie mit Außenwäldlern nicht mehr arbeiten will. Ich bin eine Außenwäldlerin, die kommt hier hin und dann sagt sie zu mir, ah, du hast scheinbar keine Wahl, und dann hilft sie mir doch. Was? Aber ich mag die Welt. Yo, okay. Ich habe mich geschossen. Ein Schmugglerort. Bin ich hier drin gefangen? Angel, danke schön für den Geschenk. Man hätte viel mehr draus machen können. Ein paar Quests zum Vertrauen gewinnen. Ich dachte auch, keine Ahnung, es wäre doch eine viel bessere Story gewesen. Okay, die lebt da irgendwie oben. Und dann sagt sie, ja, ich vertraue euch nicht. Und dann von mir aus, dann kommt irgendjemand vorbei, der sie bedroht. Und dann sagt sie, hilf mir, die wegzumachen. Und dann helfe ich dir. So, in dem Sinne. Das wäre schon ein bisschen besser. Noch besser wäre das, wenn sie irgendein ein ausgefallenes Problem hätte oder so. Wir helfen ihr, aber das ist einfach, wir gehen hin, ich helfe dir nicht, ich helfe dir doch. Okay, let's go. Danke, BFF. Ziehen wir los. HDFMLG, keine Ahnung, XOXO und dann Best Friends Forever und ziehen wir los. Darauf hätte ich auch selbst kommen können. So, mal anschauen. Also. Das bedeutet, wir müssen hier irgendwie rein, ne? Und sie sind nicht geladen. Die halten vielleicht nicht lange. Das war's. Los geht's, Nix. Okay. Atmosphärische Beschleuniger leichter zu beschaffen sind. Ich habe nur diesen einen gebaut. Er ist im Konverterraum an der Spitze des Windfängers. Hat das Imperium ihn gestohlen? Ich habe ihn gegen ein paar andere Teile eingetauscht. Ich wusste ja nicht, dass sie damit den Wind umleiten und unsere Farmer nichts mehr davon abbekommen. Tja, die gute Nachricht ist, dass sie nicht mehr lange was davon haben. Ich sag nichts dazu. Ich sag nichts zu dem Dialog. Es ist nie passiert. Wir sind hier in die Höhle gegangen und wir hatten Funkstille. Komme ich hier runter? Wie mache ich hier überhaupt irgendetwas? Es fühlt sich falsch an, was ich gerade mache. Also hier runter zu jumpen wird es wahrscheinlich nicht sein. Durch dieses Rohr zu gehen könnte jetzt noch sein. Gibt es vielleicht irgendwo einen kleinen Eingang, den ich nicht gesehen habe? Mehr Gleiter zeigen mit der Waffe.
Ich hab die was Besseres. Wo bist du? Hier, warte. Alles wird gut, Nix. Okay. Also wir gehen nochmal schnell zurück. Ich will zu der anderen Windanlage und gucken, ob wir da irgendwie reinkommen. Ich bin etwas verwirrt. Ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Ich kann hier meinen Gleiter nutzen. Wir müssen mal einen Kram suchen. Okay. Ja, dann geht das ja wahrscheinlich auch. Okay, alles klar. Das war für mich nicht unbedingt ersichtlich, dass ich in der Höhle den Gleiter nutzen kann. Ach, ein paar mehr Magnetstörer wären nicht schlecht gewesen. So, da bin ich wieder. Also. War eine lange Fahrt auf dem verdammten Gleiter. Super. Gut. Wie kommen wir hier weiter? Wie kommen wir hier weiter? Drück auf den Knopf, Nix. Kommst du da rein? Ach so. Gut gemacht, Kleiner. Aha, jetzt können wir hier die Leiter nutzen. Was ich aber noch gucken wollte. Ne? Nö, so weit, so gut. Okay. Let's go. Man merkt richtig, wie du das Game feierst und die Dialoge so richtig fühlst. Ich finde das Game cool. Die Dialoge finde ich furchtbar. Die Spielmechaniken cool zu finden und die Dialoge schlecht zu finden, das eine schließt das andere nicht aus. Das mit dem Gleiter jeweils einfach irgendwie ein bisschen pain. Das war für mich nicht so. Okay, aber verstanden. Hier kann man wahrscheinlich kurzzeitig stehen. Wir werden es jetzt herausfinden. Nice! Umfrage, ob Englisch mit Untertitel vielleicht sind die besser? Nee, das auf der Dialog von vorhin wird im Englischen nicht anders sein. Es liegt nicht an der Sprache, es liegt einfach, dass die Dialoge schlecht geschrieben sind. Punkt. Bye, bitte. Aber wenn ich jetzt springe, dann knall ich da ja doch einfach. Ah, da unten. Jetzt hab ich's.
Oh, halt dich fest. Warte, ich kann davon. Von hier konnte ich. Moment. Ja, hier. Soll ich hier? So, warte. Nice. Angel, danke schön für den Geschenk. Zweiten. Das Kabel hast du gar nicht gesehen. Ich bin blind heute. Heute bin ich blind. Ja, einmal rüber. Nochmal rüber. Nochmal runter. No! Okay. Warte, nein! Ja, voll gut. Ja, ich bin so gut. Ich weiß nicht was. Also in der Folge heute bin ich einfach irgendwie branded. Aber okay. Sind wir dabei. Dann hier weiter. Mutig. Mir geht's gut. Ehrlich. Wunderbar. Das Gefühl, dass du das Teil gar nicht brauchst, um meinen Gleiter aufzumotzen. Tja, Stromlandbar war jetzt auch getan. Aber dieser Beschleuniger hat deutlich mehr Wumms. Das werden wir ja sehen. Das ist einfach nur Klettern. Stumpfes Klettern. Hey Diesel, danke für Prime. Hoch, schneller. Rüber, nein, rüber. Danke. Interessante Anlage. Oh yeah. Strahlenbeschleuniger. Okay, so. Kann ich? Ah, da. Hui. Was mich ein bisschen stört, ist, dass ich die Sicht nicht ändern kann, wenn ich hier hochgehe. Also ich habe halt immer nur die Perspektive, so wie ich klettere, aber ich kann nicht links, rechts gucken, wo ich vielleicht hin sollte oder wo nicht. Nee, die habe ich total kommen sehen, die Wand. Marcel, dankeschön, Finster. Ich hab sie nicht gesehen. Let's go. Nehmen wir mit. Das lassen wir mal da. Können wir den eigentlich auch kaputt schießen? Ne, das ist nur eine Lampe. Also gut, Nix. Da müssen wir wohl durch. Ach so. Okay.
Gehen die an? Nicht? Gehen an? Im Grunde genommen muss ich vor jedem Ding schnell warten, ob irgendetwas aktiviert wird oder ob es nicht aktiviert wird. Also sie haben ein Lichtchen dran, ne? Daran sehe ich, dass sie gleich aktiv geht. Das Lichtchen ist aus. Wenn das Lichtchen gelb wird, dann ist er gerade dran, sich zu aktivieren. Und wenn es rot ist, ist er aktiv. Soweit so klar. Das muss er sein. Na, jetzt können wir da wieder raus. Super. Ich hab deinen Beschleuniger. Sieht aus, als würde hier ohne ihn gar nichts mehr funktionieren. Ich hab doch gesagt, das Ding hat Wumms. Und hey, jetzt wo der Wind wieder normal weht, hast du auch deinen Ausweg. Ach so! Ja, das ist ja aber speziell. Wusstet ihr davon? Ich finde das ziemlich nützlich, dass mein Gleiter hier steht. Warum steht mein Gleiter hier? Ich habe den doch hier nicht abgestellt und vorhin war doch noch ordentlich Wind an der Stelle. Das macht gar keinen Sinn. Okay. Aber ist cool. Absteigen nicht möglich. Ja, soweit so klar. Einmal drehen! Chance. Okay, das ist cool, das gefällt mir. Yeah! Ey, ich mag die Welt. Ich finde die Welt toll. Die ist wirklich gelungen. Ich weiß nur gerade nicht, wie ich zurückkomme, ohne drauf zu gehen. Ja, wir sollten vielleicht links zuerst durch. Es ist egal, wie schlimm die Dialoge sind. Die Umgebung und die Welt und die grundsätzliche Spielmechanik, die macht verdammt viel wieder weg. Die meiste Zeit höre ich die Dialoge ja eh nicht. Also ich höre ja nicht zu. Also ich höre schon zu, aber... Muss ich anders erklären. Die meiste Zeit bist du ja unterwegs und machst was. Und da sind die Dialoge ja ein bisschen zweitrangig. Aber ich fände es schöner, wenn es bessere Dialoge wären. Und es ist verdammt wenig auf dem Mond. Die Luftspiegelung. Eigentlich ein total geiles Zuhause hier, ne? Was habe ich dir gesagt, hä? Ganz einfach. Ich hätte das Teil nie bauen sollen. Immerhin dient es ab jetzt einer guten Sache. Gut ist etwas übertrieben. Also, ich mag dich deutlich lieber als das Imperium. Wo ist dein Gleiter? Ich muss nur noch den Repulsor anschließen und das war's schon. Jetzt kann man auch locker zu zweit drauf fahren. Oh, wirklich? Ich meinte deinen kleinen Freund hier. Aha, ja, ich auch. Genau den habe ich gemeint. Danke. Ich muss los. Wir sehen uns, Kay. Ja, ich habe auch eine neue Fähigkeit freigeschaltet. Endlose Geduld bei beschissenen Dialogen. Also, neue Fähigkeit freigeschaltet. Temposchub ermöglicht einen kurzen Geschwindigkeitsschub.
Ja, da habe ich aber, oh, da habe ich schon die ganze Zeit drauf gewartet. Ich wollte die ganze Zeit schon irgendeinen Button drücken, um Speed zu kriegen. Voll gut. Schön. Also, wir haben jetzt einen neuen Fähigkeitsbaum freigeschaltet. Ich nehme mich mal schnell raus und wir gehen die Sachen schnell durch. Verbessert den Gleiter mit einem Turbo, drücke auf den Gleiter Shift, also drücke Shift, wenn ich auf dem Gleiter bin, für einen kurzen Geschwindigkeitsschub. Sehr geil. Ermöglicht Kay, einen kurzen Aufwärtssprung mit dem Gleiter auszuführen. Halte zum Springen auf dem Gleiter die Space-Taste gedrückt und dann halte los. Passt. Was muss ich dafür machen? Führe 60 Meter lange Sprünge durch, ohne abgeworfen zu werden. Okay, wir müssen einfach viel fahren und springen und dann kriegen wir diesen Gleitersprung, wo wir über Sachen drüber springen können. Sehr sweet. Nix gibt optische und akustische Tipps, wenn Behälter in der Nähe sind. Nahbehälter werden außerdem durch Drücken von B markiert. Finde 10 Behälter, finde verschiedene Möglichkeiten, Nix glücklich zu machen. Oh! Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Wir hatten ja dieses Labyrinth von Nix gemacht und da haben wir ein Item gefunden, das wir eintauschen können, um Nix dann was Gutes zu tun. Das heißt, wir müssen mehrere Labyrinthe finden, wo wir das dann in der Stadt eintauschen gegen Sachen, die ihn happy machen. Lass die von Nix einen Gegenstand bringen. Ja, super. So, dann Freischaltung. Drücke Y, eine dichte Rauchwolke zeugen die Gegner eine Sicht. Die Sicht nimmst. Ja, super. Das ist doch cool. Da brauche ich Kabel. Da brauche ich Kompressor für Rauchbomben. Alles klar. Da haben wir den einen schon freigeschaltet, oder wie? So. Dann erhöht die Anzahl an Baccafiolen und Granaten, die Kay tragen kann. Um je 1, das ist sehr gut. Dafür bräuchte ich so ein Dura-Faserstoff, Grobtuch und dieses Leder. Crimson Dawn hat ein Lager mit Dura-Faserstoff in ihrem Versteck auf Tashara. Das ist gut zu wissen. Also da kriegen wir den Stoff her. Das zweite ist noch nicht da. Okay, gut. Das heißt, wir haben Silo Rovac kennengelernt. Und jetzt wäre für uns natürlich interessant, die Hackerin noch zu finden. Wir gucken, was die so kann. Wir werden sicher auch bei ihr ausgezeichnete, wahnsinnig gute Dialoge haben. Also ausgefeilt bis ans Ende, wo man auch denkt, okay, das ist ein nachvollziehbarer Charakter, der dann nach einer bestimmten Zeit Vertrauen gewinnt und wir dann für ihn Sachen machen dürfen und so, ne? Und nicht irgend so was ganz komisches, wo man dann ankommt und sagt, ich mag dich nicht und nach einer Sekunde sagt man, ich mag dich, hier kannst du das haben und danach diskutieren beide darüber, ob sie vielleicht glücklich ihr Leben verbringen möchten. So, wir... bewegen uns hier dann wieder zurück in der nächsten Folge. Ich sehe gerade, dass wir hier nur diese Strecke haben. Und werden mit der Hackerin reden. Ich bin sehr gespannt, was die Hackerin uns bringt. Das Ziel ist, mit der Hackerin zu reden, um neue Fähigkeiten freizuschalten, ne? Also das ist ganz cool. Gut. Wenn ihr es auf dem Let's Play Channel guckt, lasst ein Like, lasst einen Kommentar da. Schreibt gerne eben Feedback, auch zu den Dialogen, wie ihr die findet. Ob's, vielleicht geht es ja auch nur mir so, dass die Dialoge halt einfach speziell sind. Das rechtliche Spiel ansonsten finde ich bis jetzt aber sehr, sehr cool. Also mir macht es Spaß. Gut. Like und Kommi und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.